Hallo meine Lieben, ich begrüße euch herzlich zu der Kartenlegung für November 2024. Und diese Kartenlegung ist für alle, die unter dem Sternzeichen Löwe geboren sind. Meine Lieben, ich hoffe, dass euch gut geht und ich möchte mich bei euch bedanken für eure Treue, für eure nette Kommentare und natürlich für eure Abos. Ich hoffe, dass die Gruppe hier auf meinem Kanal wird immer größer, wird ein bisschen wachsen, weil die Gruppe ist noch klein. Und diejenigen, die mich heute erst einmal anschauen, und wenn euch dieses Video gefällt, dann bitte am Ende oder jetzt auch, ja auch, kann man auch jetzt drücken. Abo drücken unbedingt, dann werden wir hier uns natürlich auch regelmäßig treffen können. Meine Lieben, wir fangen an, die erste Karte, das ist eure Thema. Im November, zwei der Schwerter, das was behilflich sein wird oder im Weg steht, neun der Schwerter. Die Gerechtigkeit, das ist eure Bewusstsein, eure Unterbewusstsein, Königin der Schwerter. Die Vergangenheit, der Turm, die nahe Zukunft, drei der Stäbe, eure Energie, sechs der Münzen, äußere Energie, zehn der Münzen, die Hoffnungen oder Ängste, acht der Schwerter und die letzte Karte für die Zukunft, natürlich für die nächsten paar Wochen, das Gericht, hier die Karte ist genannt, das Erwachen, ja, kann man auch so die Karte nennen. Die Karten sind hier ein bisschen anders in den Deck genannt, aber natürlich die Bedeutung ist gleich. Die Stimmen, da sind die Schwerter, die Inspirationen, da sind die Stäbe, die Materie, da sind die Münzen und die Kelche sind nicht dabei, da sind die Gefühle. Wir gucken, so, vielleicht ein bisschen höher. So, jetzt ist besser. Okay. Eure Thema, zwei der Schwerter, das ist eine Karte, die zeigt Frieden. Einfach Frieden. Zwei Schwerter, die miteinander gekämpft haben. Und jetzt, dieser Kampf hört auf. Ob das ein Kampf mit einem Mensch war, mit einer bestimmten Person, vielleicht habt ihr irgendwelche Probleme, Auseinandersetzung, natürlich Kampf in Anführungszeichen, oder auch innerlicher Kampf. Manchmal wir führen Kampf mit sich selbst. Ja. Anders gesagt, diese Karte hier zeigt auch inneren Frieden, dass man endlich so einen Frieden bekommt, dass man so ein Gleichgewicht bekommt. Zwei Seiten, ja, werden diese gleiche Stellung bekommen. Die Ausgleichung wird kommen. Wird man nicht kämpfen, wer ist oben, wer unten. Nur beide Seiten werden gut hier aufgehoben sein, gleich aufgehoben sein. Diese zweite Schwerter, ich kann mich noch erinnern, hat sich oft, sehr oft gezeigt hat in dieser Phase, wo der Krieg in der Ukraine angefangen hat. Also ich muss sagen, ich habe die zweite Schwerter ständig gesehen in dem Jahr, wo man wirklich diesen Frieden so schnell wie möglich gebraucht hat. Und ja, leider ist aber zu diesem Frieden noch nicht gekommen. Aber wir sehen, dass diese Karte zeigt sich auch allgemein, zeigt allgemeine Stimmung auch manchmal. Oder die Karten zeigen auch, wenn man in bestimmter Zeit, so wie jetzt zum Beispiel, dieser Legung ist für November, dann sind Karten, die sind sehr präsent in bestimmten Zeiten. Ja? Die geben dann diese Energie wie alle zwei Sternzeichen. In diesem Monat, ich muss sagen, welche Karten sehr präsent waren, das waren bestimmt die Münzen. Münzen so allgemein, weil das ist meine letzte Legung. Ich habe die alle Sternzeichen tatsächlich schon durch. Die Münzen sind bei euch hier auch präsent.
Wir haben auch viele Gefühle dabei gehabt, ja, also was die Liebe angeht, war auch viel drin. Also hier sind keine Kelche, noch nicht, vielleicht kommen noch, man weiß nicht. Also die Liebe war auch sehr wichtig in diesem Monat, so allgemein. Aber wir starten jetzt mit eurem Thema, diese zwei der Schwerter, also innere Frieden finden. Vielleicht müsst ihr euch versöhnen mit jemandem. Vielleicht ist gerade diese Zeit, um etwas, ja, aussprechen. Wir haben hier auch Gerechtigkeit. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, man möchte Gleichgewicht wiederfinden im Leben, man möchte etwas gerade stellen. Vielleicht wird ihr suchen auch, dass irgendwelche eure Wunden, eure Ungerechtigkeit, die ihr erlitten habt in Vergangenheit, das muss in diesem Monat ausgeglichen werden. Der neunte Schwerter zeigt, dass man ja ein bisschen so durcheinander ist, am Boden zerstört ist. Man weiß auch nicht so richtig, wie das weitergehen soll. Man sieht eigentlich nur schwarz. Und deswegen dieser Frieden muss ja unbedingt, unbedingt kommen. Vier der Schwerter haben wir auch noch. Schwerter, Schwerter. As der Schwerter haben wir auch. Die Schwerter natürlich, da sind die hier Stimmen genannt. Das ist unser Verstand. Ja, die entsprechen unser Verstand. Also Denken, logische Denken. Also keine Gefühle, aber natürlich der Verstand. Und hier haben wir vierte der Schwerter. Wir sehen Pause. Ja, also momentan tut sich nichts. Man vorbereitet sich, kann man so sagen, oder die Zeit vorbereitet uns, in dem Fall euch, für eine bestimmte Aufgabe, die hier gelöst werden muss. Nicht zwei, Ast der Schwerter ist hier. Ast der Schwerter, das ist eine Karte, die zeigt neue Aufgaben, gute Kommunikation mit anderen Menschen, um diese Aufgabe zu starten, zu bewältigen, gut zu erfüllen. Man braucht natürlich gute Menschen um sich und man braucht eine sehr klare Kommunikation mit diesen Menschen. Und diese Klarheit gibt euch dann natürlich den Weg, zeigt euch den Weg. Manchmal ist das so, dass wir in einer Situation stecken, wo die Klarheit ist nicht da. Es ist so schwierig mit den Menschen, ja. Man sieht nicht, ob die wollen oder nicht, ob die da sich engagieren möchten. Irgendwie, das geht manchmal zieht sich wie Kaugummi, wie man sagt, ja. Aber hier geht um gezielte, schnelle Handeln, gute Vorstellungen und klare Vorstellungen, was man hier tatsächlich möchte. Und das ist für euch hier auch sehr wichtig. Und der Rat des Schicksals ist da. Das ist eine Karte, die zeigt, das Leben mischt, ja. Mal oben, mal unten. Leben ist eine Überraschung. Also, ja, man kann alles erwarten in dieser Situation. Hier haben wir diese klaren Ziele, aber natürlich die klaren Ziele können auch durcheinander gebracht werden, ja, wenn das Leben so möchte. Der Mensch plant, der Gott lenkt, ja. Und das könnte hier auch so sein. Auf jeden Fall, wir sehen euer Bewusstsein dieser Gerechtigkeit. Also, guter Austausch hier auch, sechste Münzen. Und ich denke, euch wird sehr, sehr wichtig, dass hier etwas wird gerade gestellt. Ja, das, was euch betrügt, was vielleicht jemand euch in Vergangenheit kaputt gemacht hat. Hier haben wir den Turm, etwas auseinandergefallen ist, plötzlich, unerwartet. Und jetzt könnte man, ja, aus dem, was damals so passiert ist, man musste was Neues aufbauen, aber das ist irgendwie schwierig für euch, weil das war für euch nicht so gut, diese Situation, die sich in Vergangenheit entwickelt hat. Und jetzt muss man das gerade rücken, ja. Ihr hofft, dass dieser Monat wird euch die Lösung bringen, aber auch die Gerechtigkeit
wird auf eurer Seite sein, ja? Wenn jemand euch geschadet hat, dann dieser Mensch wird jetzt, sagen wir, zum Gerechtigkeit gezogen und muss dann euch was zum Beispiel geben, Geld oder ja, kommt drauf an, was so war zum Beispiel. Oder wenn jemand, sagen wir, euch geschadet hat emotionell, dann wird es irgendwie für euch hier eine Situation geben, wo ihr diese Erleichterung bekommt, ja, wo man zum Beispiel sieht, aha, ihm jetzt geht auch nicht so gut, dann manchmal haben wir so Schadenfreude und dann sehen wir, okay, also die Karma doch habt denn getroffen, zum Beispiel, ja, aber ich denke, hier geht nicht um die Gefühle, obwohl könnte sein, aber ich sehe halt keine Kelche, also die Liebe wird wahrscheinlich nicht sein, obwohl die Kelche können sich noch zeigen. Wir gucken weiter. Euer Unterbewusstsein zeigt die Königin der Schwerter. Und wieder die Schwerter, also die Königin, das ist eine sehr stolze Person. Jemand, der ihr Herz verschlossen hat, also man möchte nichts zulassen, konzentriert sich nur auf sich, auf ihre Ziele, möchte unabhängig sein, auch emotionell, ja, abgrenzen, alles unter die Kontrolle haben, ja. Jemand, der sehr stark ist und oben steht, ja, aber was die Gefühle angeht, sehr verschlossen. Warum ist das so? Zehn der Stäbe, neun der Kelche sind da und der Hohepriester. Ihr habt in Vergangenheit eine Situation erlitten, der euch tatsächlich am Rande eurer Kraft gebracht hat. Vielleicht, weil hier in Vergangenheit etwas auseinandergefallen ist, etwas zu Ende gegangen ist, plötzlich, ja. Und ihr habt dadurch irgendwelche, wie gesagt, Ungerechtigkeit erlitten, gefühlt. Und dass diese Situation hat euch ziemlich am Boden gebracht. Wir sehen diese Überforderung, ja, Zehn der Stäbe. Hier haben wir aber neun der Kelcher und trotzdem, ihr habt euch dann aufgebaut. Neun der Kelcher. Man hofft, man ist gute Dinge, ja. Man hofft, dass in eure Leben wird noch was Positives passieren. Was Gutes passiert, was die Emotionen auch angeht, aber man braucht auch klare Sicht auf die Situationen, die wir um uns haben. Also ich, so wie die Königin auch hier auch zeigt, Kontrolle oder die Dinge, die rumherum passieren, dass man nicht wieder in so eine Situation kommt, in diese man schon damals war, ja, diese Überforderung zum Beispiel. Deswegen haben wir einen Hohepriester. Der Hohepriester, das ist eine Karte, die zeigt eine Person, der er oder sie eine Verbindung zum höheren Macht hat, zum dem Leben, und das ist jemand, der weiß ganz genau, wie die Dinge sich entwickeln. Jemand, der eine große Lebenserfahrung hat, der auch viel erlebt hat, viel gesehen hat und ist einfach klug, schlau, weiser. Ja? Jemand, der ein guter Ratgeber auch sein kann, ja, ein Psychologe zum Beispiel, das wäre super, wenn die alle Psychologen so werden, ja, sind leider nicht alle so. Und das ist für euch so wichtig, dass man diese Weisheit hier bekommt, um weiterzumachen, ja, aus dieser Geschichte, aus dieser Situation, die euch hier so getroffen hat, diese Situation hat euch eine Lebenslehre gegeben und man hat daraus auch gelernt. Und jetzt ist die Zeit, wo man auf diese Dinge mit total anderen Augen schaut. Also von heutiger Perspektive schaut man auf das, was damals passiert ist, mit reiferen Augen. Man sieht manche Sachen
jetzt aus der Perspektive anders wie damals. Und man sieht, dass diese Situation war auch nicht umsonst. Diese Situation war dafür, euch gerade diese Lehre zu geben, diese Lebenslehre zu geben, Lebenslektion zu geben. Und ihr habt aus dieser Lektion gelernt. Und jetzt ist Zeit, aus dieser Situation sich zu befreien, aus diesen Gefühlen, ja, die damals waren, oder diese Ungerechtigkeit, sich zu befreien. Und jetzt kommt das Leben und macht das gerade für euch. Wir sind hier draußen, haben wir 10 der Münzen. 10 der Münzen, das ist eine sehr starke Energie, kann man auch sagen, was die Münzen angeht, Materie, vielleicht Finanzen. Und da sehen wir jemanden, der an euch einfach interessiert ist. Ja? Wir haben den König der Kelche, wir haben auch Königin der Stäbe, jemand, der sehr präsent sein möchte in eurem Leben, sich zeigen möchte, möchte auch sehr warme Gefühle euch schenken, so wie ich das sage. Also jemand, der warmherzig ist, aber gleichzeitig auch jemand, der sehr gefühlsvoll ist. Und dann haben wir die 2 Karten, die 7, die Münzen, diese Investitionskarte, Zeitkarte, Geduldkarte. Und wir sehen, dass dieser Mensch möchte in euch investieren, in die Beziehung mit euch oder Bekanntschaft mit euch, um dann später diese 10 Münzen zu bekommen und mit euch einfach sich freuen und das Leben genießen. Ja, also warum 2 Menschen sich immer treffen? Weil die Menschen sollen was aufbauen. Besser oder schlechter, ja, läuft unterschiedlich. Ja. Manchmal die Menschen bauen was, was gerade nicht gut läuft. Aber hier in diesem Fall, das sollte ziemlich stark sein, was die Materie angeht. Und natürlich, diese Person hat positive Gefühle für euch und das könnte sich noch entwickeln, ja, mit der Zeit. 8 der Schwerter haben wir, eure Ängste. Eure Ängste, dass hier das nicht laufen wird, ja, dass man aus dieser Krise nicht rauskommt, dass man sich nicht befreit aus dem, was euch hier nicht gut tut. Dass wahrscheinlich, dass man diese eisige Herz nicht lösen kann, wie sagt man, erwärmen kann, ja, sowas in dieser Richtung, weil, wie gesagt, hier sehen wir Verschlossenheit, ja, die Königin zum Beispiel. Und das ist sehr wichtig hier, dass man sich öffnen kann, dass man die Perspektive sieht und dass man endlich die Flügel ausbreiten kann, weil ich sehe, ihr sitzt in so einer, ja, in so einer Situation und ihr habt Angst, kann man sagen, aus dieser Situation rauszukommen, sich nochmal Chance zu geben, weil jemand in Vergangenheit wahrscheinlich hat mit euch, ist mit euch falsch umgegangen, nicht gerecht umgegangen. 3 der Stäbe und das Gericht. Und 3 der Stäbe, das ist Neuanfang, das ist Neustart, das ist, kann man so sagen, ein grünes Licht, die man im Leben bekommt, ja, neu zu starten. Und das Gericht zeigt die Veränderung, die man im Leben bekommen hat durch verschiedene Erlebnisse. Also wir wachsen im Leben, wir verändern uns im Leben. Wir werden immer reifer, wir werden immer mehr geschliffen, kann man so sagen, wie ein Brillant. Umso mehr in unser Leben passiert, umso mehr wir verschiedene Situationen erleben und Herausforderungen haben, so glänzender sind wir, so mehr geschliffen wird dieser Stein und dann irgendwann am Ende unser Leben leuchten wir. Nicht alle, aber manche schon. Ja, wir gucken jetzt weiter. 9 der Münzen. Ast der Stäbe
und die Herrschaft. Ja, auch gute Karte. Neun der Münzen zeigt, dass ja, man wird zu diesem Ergebnis kommen. Man wird etwas zurückbekommen. Auf das, auf was man lange gewartet hat. Vielleicht das, was einem damals genommen wurde. Neun, es ist nicht zehn, aber wenn man sich mit diesem Mensch zusammentut, dann wird er vielleicht diese Zehner noch erleben. Immerhin die Neuner, das ist schon eine gute Zahl. Also ihr bekommt dieses Ergebnis von dem Warten, von dieser auch Leiden vielleicht, ja, das kann ich mir auch vorstellen, von dieser Überforderung, irgendwann kommt man doch vorwärts. Und das gibt euch neue Energie. Dann wird ihr diese Ast der Stäbe bekommen. Hier diese Karte, die Acht der Schwerter, zeigt diese Angst, dass ihr das nicht hinkriegt. Und hier sind wir, ihr kriegt es hin. Diese Ast der Stäbe zeigt Power, neue Ziele und sehr viel Energie. Manchmal ist es so, wenn wir sehr, sehr lange irgendwo sitzen, in einem, ja, Verschlossenheit, wenn wir in einem Problem sitzen und sich das löst, dann sind wir so erleichtert, dass wir so viel Power bekommen. Wir sind oft nicht vorbereitet auf diese Power, ja. Und dann sind wir gleich erschöpft, ja. Aber wir haben so viel Energie und dann, ja, das ist so eine richtige Befreiung. Und dann sehen wir das in diese Aste Stäbe. Und natürlich die Herrscherin. Und die Herrscherin, das ist, ja, die Karte, starke Karte, die Karte zeigt zum Beispiel Familiensinn, aber in diesem Fall werde ich in dieser Karte euch sehen, euch als die Herrscherin von dieser ganzen Situation, ja, ihr werdet oben sein, ihr werdet Ansehen bekommen, Menschen werden euch respektieren, vielleicht auch diese Personen oder diese Person, die euch damals, sagen wir, verletzt hat oder diese Ungerechtigkeit euch angetan hat. Man wird gesehen und man wird auch geschätzt als eine besondere Person, als eine gutmütige Person, als jemand, der mit Herzen kämpft. Ja? Und wenn das Herz dann verletzt ist, dann natürlich, man wird sich verschließen, wie die Königin der Schwerter. Aber diese Karte zeigt, dass dieses Herz wird aufgehen, weil diese Kerze zeigt sehr viel Gutmütigkeit, Liebe, Hilfsbereitschaft, aber auch dieser Status, den man sich durch wahrscheinlich diese Situationen, die man erlebt hat, auch dann im Endeffekt bekommt. Ja? Also ich kann mir vorstellen, dass ihr wird im Endeffekt ich könnte sagen, bewundern, aber er wird einfach geschätzt, er wird als jemand, ja, Starkes, Besonderes gesehen, aber auch jemand, der sehr, sehr lieb, gut ist, ja, jemand, der so eine besondere Aura um sich hat. Und das natürlich dem König der Kelche könnte sehr gut gefallen. Ja, weil der König der Kelche, das ist auch jemand, der gutmütig ist, hat sehr positive Gefühle. Das ist niemand, der aufdringlich ist, ja, der lieber macht als zeigt Gefühle, ja, also er zeigt die Gefühle, aber mit Taten. Und das würde natürlich zu die Herrscherin auch gut passen, ja, der König der Kelche und die Herrscherin in dem Fall im guten Sinne, ja. Also ich kann mir vorstellen, dass dieser Monat wird ein sehr guter Monat für euch sein. Und für diejenigen, die alleine sind, könnte so ein König der Kelche eventuell sich zeigen. Für Herren, ja, natürlich, ich habe jetzt so hier dargestellt, dass hier ist die Dame und hier ist der Herr. Das könnte natürlich auch andersrum sein. Die Karten sind hier nur symbolisch zu sehen. Deswegen, ja, wenn mich Herren anschauen und an Damen interessiert sind, das könnte eine schöne Königin auch hier an euch warten und an euch interessiert sein und in euch investieren, ja.
Also müsst ihr euch bemühen. Meine Lieben, ich wünsche euch einen guten Monat. Passt auf euch gut auf und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Also, tschüss.